Hallöchen, ich denke, jeder von euch kennt hier die Probleme. Ihr wollt einen Raketenwerfer auf Gold machen in Cold War. Ihr macht nur Hitmarker wegen der Splitterschutzweste. Doppelkill mit Sigma, gefühlt unmöglich. Und mit einem RPK Drohnen kaputt machen, naja. Im heutigen Video gebe ich euch hier Tipps und Tricks auf den Weg, wie ihr den Raketenwerfer leicht auf Gold bekommen könnt. Nicht nur den RPG, auch den Sigma natürlich. Allgemeine kleinere Tipps, die euch hier eventuell weiterhelfen könnten. Und wir fangen auch direkt an, wenn es euch gefällt, gerne dranbleiben. Und wir starten durch mit dem Waffenguide. Und go! Wir haben natürlich beim Raketenwerfer leider keine Attachments mit dabei, keine Griffe, keine Muni-Erweiterung, kein gar nichts. Nur eine Menge Tarnungen und die können echt lange dauern. Und damit ihr die schneller freischalten könnt, gebe ich euch den Tipp, spielt Zombie-Mode. Und natürlich hier noch mit dabei Sturmrakete. Wichtiger Punkt, damit könnt ihr Raketen nachfüllen alle 3 Minuten und kann euch manchmal euer Leben retten. Techniker, damit ihr Killstreaks durch die Wände erkennen könnt oder Splitterschutz, damit ihr hier keine Raketen... ja, Schaden bekommen könnt und Blinderer wäre auch wichtig, damit könnt ihr Raketen nachfüllen und kaltblütig, damit werdet ihr nicht durch hier ein Geschütz oder durch Helikopter attackiert und ihr könnt ihr damit auch viel leichter kaputt machen später. Noch ein wichtiger Punkt wäre bei der Wildcard Draufgänger, damit startet ihr mit maximaler Muni und habt immer mehrere Raketen mit dabei, lieber 4 Raketen wie nur eine. Dann machen wir mal weiter mit den Tarnungen und eine wäre mit dabei, da fragen immer alle, wie kann ich denn bitte 3 Killstreaks in eine Runde zerstören? Ihr könnt die Aufgabe relativ einfach mit beiden Raketenwerfern machen, im Bodenkrieg-Mode. Bei Bodenkrieg könnt ihr ganz einfach hingehen, ein Motorrad, ein Helikopter, ein Panzer oder whatever zerstören und in nur ein paar Runden bekommt ihr die Aufgabe relativ einfach hin. Und mit der Methode könnt ihr manchmal mit Glück natürlich auch einen Doppelkill bekommen und dadurch die Glücktarnung erreichen. Tja, aber darüber gleich nochmal mehr. Und wir hätten noch eine weitere Tarnung, da fragen immer alle, wie kann ich die denn bitte machen mit RPG? Eine Drohne kaputt machen geht doch gar nicht damit. Theoretisch ja, aber nein. Mit einer Sigma-Raketenwerfer könnt ihr einfach unaimen mit der Drohne, habt damit gar keine Probleme. Und in nur wenigen Runden könnt ihr eure Tarnung dafür vollenden. Ganz ehrlich, Sigma-Raketenwerfer, Drohnen kaputt machen, gar kein Problem. Aber RPG, ja meine Freunde, da könnt ihr relativ einfach hier Vorräte kaputt machen. Die fliegen relativ tief. Die bewegen sich relativ wenig und könnt ihr leicht treffen. Natürlich auch hier Helikopter. Kleinlich anhitten mit euren Teamkameraden mit der Waffe. Mit einer Rakete, gib ihm. In nur wenigen Runden könnt ihr dadurch hier den RPG auf Gold bekommen. Da die Doppelabschüsse da relativ einfach werden. Aber mit den anderen Raketenwerfer Sigma habt ihr eine Menge Probleme. Ihr könnt aber auch Leute schlagen und dann einen mit einem Raketenwerfer killen. Und ihr bekommt dadurch die Doppelkill-Medaille berechnet. Natürlich könnt ihr auch hier eure Teamkameraden vorschicken, die Camper in der Ecke wegholen hier auf der Karte Crossroads und in nur wenigen Runden mit ein klein wenig Glück und mit ein klein wenig Teamplay den Raketenwerfer auf Gold bekommen. Natürlich denkt dran, wenn ihr keine Raketen mehr habt, auch mit der Raketenwerfer zuschlagen wird dafür berechnet. Und wenn ihr keine Muni mehr habt, Plünderer mitnehmen, da könnt ihr immer Muni nachfüllen. Natürlich noch weitere kleine Tipps, die ich euch geben könnte. Ihr könnt das Nachladen abbrechen, indem ihr kurz Sprinten drückt. Dadurch könnt ihr manchmal schneller nachladen und dann noch eine Rakete reinfeuern. Muni-Pakete werden wichtig, überall auf der Karte verteilt. Damit könnt ihr nochmal Raketen nachfüllen und bekommt dann dadurch manchmal einen guten Triple-Kill oder Multi-Kill, wenn ihr Glück habt. Aber ja, meine Freunde, ihr kennt den Raketenwerfer. Auch hier die Schutzweste momentan total übertrieben, überpowered. Und ihr werdet beim Raketenwerfer förmlich durchdrehen. Aber eventuell wird der Raketenwerfer noch hier gebufft mit mehr Schadensreichweite, mehr Nachladegeschwindigkeit, mehr ATS-Time, I don't know. Wenn ihr wirklich gebufft wird und ihr im Nachhinein vorbeischaut, tja, meine Freunde, wir haben eine Menge Probleme momentan, eine Menge Spielefehler und der Raketenwerfer fuckt gewaltig ab. Aber ja, wenn ihr den auf Gold habt, dann habt ihr keine Probleme mehr. Der normale Raketenwerfer, wie schon erwähnt, weniger das Problem, den könnt ihr relativ flott machen, da habt ihr auch weniger Aufgaben dafür. Und der Sigma-Raketenwerfer wäre nur der Doppelkill das Problematische. Ich habe mit meinem Video einen kleinen Moment gewartet, weil ich eigentlich dachte, die ändern hier die Schutzweste, nerven das ein klein wenig, haben die aber leider nicht getan. Ich hoffe, das machen die noch und wenn ihr im Nachhinein vorbeischaut oder jetzt gerade neu vorbeischaut, würde ich mich über ein Abo freuen für weiteren Call of Duty Cold War Content. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn ihr noch weitere Tipps kennt, gerne reinschreiben in die Kommentare, würde mich natürlich freuen. Und schaut gerne bei der Playlist vorbei für weiteren Call of Duty Cold War Content und Tipps und Tricks für Goldtarnungen und dann haut rein.